Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Zockomas und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von CatCon. Ja Leute, heute ist Sonntag und was heißt das für uns? Was hat sich alles getan auf CatCon und sonstiges? Ja, heute ist Silvester. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr auf jeden Fall. Und heute ist auch ein Special Event von mir, sozusagen auf CatCon. Ich habe was vorbereitet, das zeige ich euch gleich. Und dazu gibt es aber auch heute noch ein extra Video und einen Livestream darüber auf Twitch. Wenn ihr dabei sein wollt, auf jeden Fall gerne dabei. Gutes Deutsch. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Und wir haben auch heute noch ein paar Quests zu öffnen hier in der Sonntagsfolge. Und dann zeige ich euch, was ich alles meinte mit Event und was ich vorbereitet habe. Und ein paar andere Sachen. So. Ich habe hier ein paar Quests. Die wollte ich jetzt erstmal mit euch öffnen, bevor wir weitermachen. Und wir fangen direkt mit dem Nuller an. Ein bisschen laut, oder? Leute, ein bisschen laut. So, da kriegen wir erstmal ein paar... Okay. Ich hab einfach mal einen Kopf bekommen. Aus dem Zweierquad. Digga, was ist los hier? Alter, leck mich am Arsch. Das passt ja heute noch zu Silvester. Lecker Kuchen. Oder was das rum ist. Geil, Alter. Freut mich. Das freut mich, dass ich sowas bekommen habe jetzt aus dem zweiten Quaid. Korrekt, ey. Korrekt. Meine Kopfsammlung füllt sich. Dazu gibt es auch gleich noch was zu sagen. Und ja, aber das machen wir jetzt erstmal alles gleich. Erst öffnen wir alle Quests. Ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich die ganzen Events aufnehmen und dann die Quests noch öffnen. Habe ich aber verpeilt. Das ging auf einmal richtig schnell los. Und dann, ja, habe ich es verpeilt, die Aufnahme zu starten. Naja, es kommen ja noch viele Events und... Diesmal auch mit Facecam, Leute. Nicht wundern. Ich habe auch in FIFA gesagt, dass ich jetzt öfters mit Facecam machen will. Wieder Aufnahmen und so. Und... Ja... Mache ich jetzt einfach mal wieder und... Ja, ja. Und ja, und ja. Mein Lieblingswort, ey. Mein Lieblingswort. Gib mir den Kopf und dann gib mir Gold. Das ist auch schön. So, 2 5er-Quests noch und dann haben wir es geschafft. Bruder. Haben wir es geschafft. So, gib mir das Geschenk. Ein Dia-Schwert ist auch okay. Ist auch was wert. Über 100 Dollar. Nice, nice, nice. Den Kopf nochmal. Komm, Bruder, mach keine Miese, mach kein Auge oder eine Enderperle. Schade, aber auch. So, Enderperle kommen da rein und die ganzen Sachen kommen hier rein, weil die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Die Kiste brauche ich noch. So, denn, wie ihr seht, hier oben der Ofen, den habe ich bekommen aus dem alten Quaid noch, sozusagen. Es gab mal ein Event, das habe ich geöffnet. Ich glaube, ich habe das auch auf Aufnahme. Ich weiß nicht, ob das in der letzten Sonntagsfolge drin war oder in den Quaid-Öffnungen. Den habe ich auf jeden Fall bekommen. Der ist auf jeden Fall nice. Und für die Leute, die Captain J nicht kennen. Captain J ist ein Mädchen. Mit der habe ich früher sehr oft auf Skippycraft gespielt. Und wo ich weg war von Skippycraft, ist sie auch hier rübergekommen auf CatCon natürlich. War richtig geil. Und ich war bei WPoco Wolle farmen. Für meine Zuckerrohrfarmen. Zeige ich euch auch gleich. Und dann hat sie sich zu mir tippet und sie hatte in der Hand den Kopf Bowser von Mario. Und in die diversen Shops, wo ich geguckt habe, ist dieser Kopf nicht mehr da. Der kostet 25.000 Dollar. Und ich habe ihn abgekauft für 14.000 oder 13.000 Dollar. Hier ist er, Leute. Ich habe den endlich bekommen. Den Kopf. Ich habe nur 13.000 oder 14.000 Dollar bezahlt. Die wusste halt nicht, wie viel der kostet. Ob meins ist meins. Natürlich, ne? Jetzt habe ich schönen Luigi-Kopf. Den Bowser-Kopf. Jetzt fehlt nur noch Mario und Yoshi. Yoshi ist ja nicht so teuer hier, aber Mario kostet ja um die 40.000. Das ist schon ein bisschen ekelhaft teuer. Und, ja. Das habe ich gemacht bekommen, dies, das und jenes. Und jetzt gehen wir in unser Home. Denn ich habe ja gesagt, ich wollte den Zuckerrohrfarm fertig bauen und ich habe es auch fertig gebaut. Alles schön fertig mit Glowstone hier, Teppiche. Alles war
ganz einfach, außer die Teppiche. Das war extrem scheiße, nervig. Und, aber wir haben es hinbekommen. Das sieht aber auch kacke aus. Ich hätte echt anders gebaut, aber egal. Egal, egal. Soll so sein, ne? Und, ja, das habe ich auf jeden Fall fertig gebaut. Mehr habe ich auch eigentlich in der Sonntagsfolge nicht erledigt. Doch habe ich. Moment. MC Stats, da hat sich was geändert. Bei Fishing, Leute. 314 bin ich jetzt. Ich hatte so viel gefarmt. Ich habe über 100 Level gefarmt gestern. Und vorgestern so. Ja, da ging schon so. 3 Stündchen drauf. Bis ich das fertig hatte. Und, ist aber nice. Ich merke auch, dass es mehr wird und so. Ich will jetzt Level 500 werden. Dass ich langsam Eisen- und Diamantenrüstung bekomme. Und ja. Woodcutter muss ich auch nochmal hochbringen. Und hier alles mit der Axt. Und ach, ja. Das kann man auch noch machen. Und Repair. Bin ich jetzt schon Level 66. Ich habe mir ein paar Informationsvideos angeguckt. Was ich damit machen muss. Und jetzt weiß ich, was ich damit anfangen kann. Und ist auf jeden Fall nice zu repairen. Aber muss man nicht, Leute, muss man nicht. So, jetzt kommen wir zu dem Special Event, was ich heute mache im Stream. Das wird auf jeden Fall auf YouTube auch kommen, also als Aufnahme. Und ich hatte halt heute vorgehabt, da ja Silvester ist, habe ich vorgehabt, hier ein kleines Special Event draus zu machen. Hier habe ich eine kleine Tribüne gebaut, wo die Leute sich nachher hinsetzen können. Und ich habe gestern Abend um 0 Uhr bis um 2 Uhr, glaube ich, war das so, habe ich hier einen Techniker eingestellt, der Ahnung von Redstone-Schaltungen hat. Und er hat mir hier was Bezauberndes gezaubert. Das sieht so aus. Hier kommen überall Raketen rein. Vorne einmal den Hebel drücken und dann gehen sie automatisch immer alle hoch, so tsch. Und da hinten dieser Werfer, das ist der Schlusswerfer. Ich habe, okay, ich habe noch so Special-Raketen, richtig viele. Wäh, da war mein Kopfhörer halt wieder ausgegangen. Toll, geil, schon nix. Und ich höre wirklich nix, scheiße. Und die mache ich dann zum Schluss auf. Ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie sie aussieht oder wie sie funktioniert. Das seht ihr alles nachher in den anderen Video. Ich freue mich auf jeden Fall, ich hoffe, da kommen viele Leute. Ich habe hier hinten bei meinem Shop, hinten ist ja mein Shop, habe ich alles ausgeschildert mit Schildern. Da ist ein Schild, da ist ein Schild. Das, wo man hin muss halt, ne? Und, das wird auf jeden Fall ein geiles Feuerwerk. Wir haben viele Raketen gebaut. Die Leonie hat mir auf jeden Fall geholfen dabei. Dankeschön. Und, ja. Ich glaube, die Blockkanone hieß der, ne? Den wollte ich auch im Video ernennen. Ist er noch da? Blockkanone, ne, schade. Aber ich habe einen Screenshot davon, wenn nicht, dann tut's mir leid. Aber irgendwas mit Kanone auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall, dass du hier das gebaut hast. Ich habe ihm ein bisschen Profit gegeben dafür, dass er mir das gebaut hat hier. Und, ist auf jeden Fall nice geworden und mit Zeitabständen habe ich extra so kontrolliert. Bisschen, hat echt ein bisschen lange gedauert, aber es hat geklappt, Leute. Genau das wollte ich machen und ja, kommt nachher vorbei. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt 12 Uhr. Ich wollte jetzt gleich anfangen zu streamen, wenn das Video oben ist. Also schaut direkt auf Twitch vorbei, Leute. Link ist unten in der Beschreibung. Kommt auf jeden Fall vorbei. Geht auch nicht lange. Heute mache ich echt keinen langen Stream. Nur so eine Stunde bis zwei Stunden Stream. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Wird auf jeden Fall nice hier auf CatCon. Schaue gleich in den Informations-Chat raus. Und dass sie dann hier alle auf meinen Shop kommen und dann hier rüberlaufen. Dann können sie das alles gucken. Dann in Dunkel zünden wir das. Habe ich auf jeden Fall Fun drauf. Und ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kommt auf jeden Fall nachher vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao. Mit V.